Ich möchte jetzt eine Frage von Marie beantworten. Thema Abnehmen. Hallo Silke, ich heiße Marie und wollte dich mal was fragen. Also ich wollte wissen, was ich am besten für ein Müsli und mit was drin morgens esse. Oder was ich aus Vollkornbrot essen soll. Und ich wollte wissen, wie ich am besten trainiere. Ich mache jeden Tag Bauch-Beine-Po-Workouts und einmal die Woche gehe ich laufen. Zweimal die Woche dazu Aerobic. Ist das genügend? Beziehungsweise ist das gut, alles so unterschiedlich zu machen? Liebe Grüße. Erstmal, liebe Marie, möchte ich sagen, dass ich das schon ganz toll finde, dass du morgens mit einem Müsli anfängst. Das ist nämlich wirklich eigentlich so die Nummer eins. Du hast Kohlenhydrate drin, die dir sofort Energie geben und Kohlenhydrate, die, wo der Körper länger braucht, um die aufzuspannen. Das heißt, die geben ein paar Stunden Energie. Das Schöne ist, wenn du Müsli isst, hast du eben längere Zeit keinen Hunger. Und das finde ich ganz toll. Ansonsten, was du auf deinem Vollkornbrot essen kannst, da kannst du alles drauf machen. Entweder hast du Hunger auf was Süßes, dann machst du dir einen schönen Fruchtaufstrich, also keine Marmelade, sondern Fruchtaufstrich, da ist weniger Zucker drin. Oder du machst dir Käse oder irgendwie Putenbrust oder so drauf. Also da ist nichts verboten. Ansonsten, was deinen Sport angeht, finde ich, machst du schon sehr viel. Und es ist gerade gut, dass du unterschiedliche Sachen machst. Wenn du immer das Gleiche machen würdest, würdest du immer nur die gleichen Muskeln beanspruchen. Und da du schreibst, du machst Bauch, Beine, Po, dann machst du Aerobic. Also ich finde das super und auch von der Anzahl ist es toll. Für alle anderen, die jetzt nicht wissen, was sie morgens frühstücken. Müsli ist wirklich ganz toll und wenn ihr euch dann noch frisches Obst reinmacht oder auch im Winter kriegt man ja nicht immer so ganz viel Obst, einfach gefrorene Beeren aus der Tiefkühltruhe, leckeres Müsli, da habt ihr einen super Start, es ist super gesund, es hält lange satt und besser geht's nicht. Und da sehr viele Fragen zu dem Thema kommen, was kann ich frühstücken, machen wir demnächst Videos, bei denen wir zeigen, was für Alternativen oder welche Möglichkeiten haben wir und was können wir frühstücken. Was sind ganz tolle Starter für ein Frühstück?